Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und bauen hier natürlich wieder fleißig weiter. Ich habe mich wieder etwas hingesetzt, um zu gucken, was wir im Springfield wieder bauen können. Und da ist mir aufgefallen, es fehlt uns irgendwas so wirklich Verrücktes, was wir uns mal richtig hinbauen können, wo man wirklich mal so ein bisschen, dass die Augen ein bisschen größer werden, wo man wirklich sagt so, wow, was hast du hier hingebaut? Oder was steht hier in deiner Stadt eigentlich, was in anderen Städten nicht steht? Und da ist mir aufgefallen, bei den Simpsons, das ist nun einen kurzen Moment in der Folge zu sehen gewesen, aber bei der Spiel-App gibt es das Ganze auch. Und da habe ich mir gedacht, das brauchen wir hier noch in unserer Stadt. Und zwar, du siehst das Ganze hier schon vor uns, das ist immer nur der Vorbau. Keine Angst, das Original wird sich im Blockmaterial ändern. Falls dir das natürlich jetzt so gefällt, wie es hier vor uns steht, kannst du es natürlich so nachbauen. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den mit drei besonderen Gebäuden. Es geht heute los mit der 50-Fuß-Lupe. Die ist wirklich 50 Blöcke hoch. Am Ende, wenn wir das gebaut haben, ist es auch wirklich 50 Blöcke. Kannst du nachzählen. Stimmt auch. Und dann kommt noch was. Ich musste das alles einblenden, weil ich habe das jetzt hier nicht hingebaut. Denn es gibt da noch von einem Eisstielturm, so, dennoch eine riesige Rolltreppe. Und das war's denn. Diese drei Gebäude, die wollen wir uns hier natürlich hier hinbauen. Heute fangen wir an mit der 50-Fuß-Lupe. Wir fangen damit an. Ich wollte eigentlich erst den Eisstielturm bauen, aber den habe ich sowas von vermasselt immer zu, weil ich nicht genau wusste, wie groß muss der sein zum Verhältnis der anderen Gebäude. Und da dachte ich mir, fangen wir erstmal mit der 50-Fuß-Lupe an, denn da ist das eigentlich vorgegeben, wie groß das Ganze ist. Und ich muss mal gucken, ob ich das von der Folge mache, der Simpsons, das Größenverhältnis, oder mehr zur Spiele-App variiere, dass ich da das Ganze mache. Weil da ist es doch ein bisschen aktueller gezeichnet und ich finde das eigentlich auch viel angenehmer. Denn in der Folge, ich blende das einfach mal ein, ne, dann haben wir es hinter uns, sieht man, dass dieser Turm nicht so ganz, ja, so ist wie bei der Spiele-App. Und ja, da würde ich mir natürlich dann mehr zu Spiele-App variieren bei so einem Eisstielturm. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Heute beschäftigen wir uns mit der 50-Fuß-Lupe, die beginnen wir heute. In dem Clip, den du gerade eben gesehen hast, war auch irgendwie ringsum so ein kleiner Parkplatz. Der war, glaube ich, ein bisschen größer. Ich mache ihn nicht so groß und habe den hier schon mal ein bisschen rumgezogen. So, aber ich würde sagen, wir legen los mit der Lupe. Darum geht es ja heute. Und dann würde ich sagen, wie immer, erstmal an die Kiste ran und holen unser Blockmaterial raus. So, alles relativ übersichtlich. Heute für das Gebäude brauchen wir nicht so viel. Und das ganze Material ändert sich auch nicht, also das behalten wir auch alles. Ja, wir fangen an. Einfach mal mit weißem Beton holen wir uns raus, denn hellgrauer Beton, also Beton an sich, denn eine Eisentür brauchen wir, Quarzstufe, Quarztreppe, denn gleich danach holen wir uns ganz einfach mal grauen Beton noch raus, also es geht immer noch weiter mit Beton. Dann holen wir uns einfach mal Eis raus. Du kannst natürlich auch Glasblöcke verwenden, aber das ist dann natürlich das Glas für die Lupe. Und ich finde einfach, wenn man Eis nebeneinander packt, das sieht viel schöner aus, als wenn man, sag ich mal, Glasblöcke nebeneinander packt. Dann brauchen wir noch Glasscheiben für die Fenstersplitter. Ich verwende heute türkises Glas. Kannst natürlich auch blaues nehmen, aber so ein bläulicher Ton, der sollte schon dabei sein. Wow, mein Spiel schließt sich. So, zurück auf der Welt. Das Spiel hat sich wieder starten lassen. Immer in der Aufnahme. Ich weiß auch nicht, wieso das immer in der Aufnahme passiert. Naja, wir machen einfach mal fröhlich weiter. So, das Blockmaterial haben wir. Weiter geht's jetzt erstmal wieder zum weißen Beton und fangen erstmal an, uns die Grundfläche für unsere 50-Fuß-Lupe zu ziehen. Also, weißen Beton zur Hand und dann geht's los. Wir setzen erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke erstmal gerade lang. Danach nochmal nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 12 Blöcke ran. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boah, passt. Super. So, jetzt müssen wir einfach nur noch wieder immer 12 Blöcke hier so lang ziehen. Natürlich brauchen wir jetzt nicht mehr 10, da wir einfach gucken, passt das übereinander? Ja, und dann können wir das Ganze einmal zuziehen und dann haben wir eigentlich ein Viereck erschaffen. Ja, sollte. So, der nächste Schritt wäre jetzt auf dieser Schicht platzieren wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Reihen.
So, wenn wir dann das Ganze da drauf platziert haben, insgesamt sollten wir jetzt eine Höhe von 5 haben, können wir weitermachen und zwar immer noch mit dem weißen Beton. Und jetzt setzen wir ganz einfach mal, wir fangen in den Ecken an, 2 Blöcke rauf. So, dann gehen wir zu irgendeiner Seite, lassen dann 2 Blöcke wieder frei und setzen wieder 2 rauf. Das müssen wir natürlich einmal machen, bis wir komplett einmal ringsrum sind. Sollte immer perfekt aufgehen, dass wir am Ende dann hier an der Ecke auch wieder 2 raufsetzen können. Ja, wenn wir das Ganze geschafft haben, 2 rauf zu machen, müssen wir nochmal einen rauf machen, denn ich habe mich um einen verschätzt. Das Ganze muss 3 Blöcke hoch sein, denn ich sag mal, wenn wir es nur 2 machen, dann wäre das so ein kleines Viereck und das würde so nicht gut aussehen, würde ich mal einfach mal sagen. Also, einfach noch eine weitere Schicht draufsetzen, das machen wir einfach mal hier flink. Jo, das schaffen wir hier mal. Super. Okay. Ja, wenn wir das denn um eine weitere Schicht erhöht haben, platzieren wir jetzt oben drauf noch einen weiteren Block und ziehen das Ganze einmal ringsrum. Anschließend, nachdem wir oben drauf eine Schicht gemacht haben, wechseln wir kurz zu unseren Glasscheiben und können jetzt die Fenster einmal aushöhlen mit unserem Glas. Wenn wir denn die Glasscheiben reingesetzt haben, können wir nun zum nächsten Schritt kommen und zwar ganz einfach mal machen wir die Tür hin. Ich weiß zwar nicht, wie du dir die Tür hinmachen möchtest, aber ich halte mich jetzt so ein bisschen an die Spiele-App und bei mir ist die Tür einfach mal, würde ich mal sagen, auf irgendeiner Seite, auf der linken Seite denn. So, sind wir hier links, lassen eine Reihe da, die zweite Reihe können wir hier einmal wegschlagen. Ja, machen wir, sage ich mal, wie so ein N hier rein. Da setzen wir dann einfach mal unseren hellgrauen Beton rein. Danach haben wir noch natürlich hier so einmal die Mitte, die schlagen wir weg und setzen da einfach mal die Tür rein. Du kannst natürlich auch schon gleich einen Boden reinsetzen. Ich lasse das Ganze noch erstmal so, wie es ist, denn ich weiß noch nicht, wie ich es mir innen drin mache. Es ist nichts vorgegeben von den Simpsons, von daher Fantasie ist da wieder, ja, angesagt. Und dann kann man sich da wieder austoben, wie es innen drin halt aussehen soll. Ja, der nächste Schritt, den wir jetzt haben, ist das Dach. Und zum Dach brauchen wir einfach mal unsere Quarzstufen und Treppen. Wir fangen an mit den Quarzstufen, setzen erstmal in der letzten Blockschicht eine Quarzstufenschicht ran. Wenn wir die dann einmal ringsherum gezogen haben oben, nehmen wir jetzt unsere Treppen und machen das gleiche einfach mal auf den Stufen rauf und ziehen nochmal eine Schicht. Anschließend wechseln wir wieder zu unseren Stufen und haben jetzt eine Aufgabe. Und zwar dauert das Ganze mal, da gibt es natürlich auch wieder einen Zeitraffer. Und zwar müsst ihr einfach mal mit den Stufen, ich mache das jetzt einfach mal hier so ein bisschen, zack, 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 immer so schräg Stufe für Stufe so nach oben gehen. Bis sie sich natürlich von allen Seiten einmal treffen. Wie viele das sind, sehen wir gleich, wenn ich das immer einmal ringsherum gezogen habe. Ich würde sagen, Zeitraffer, dann sehen wir das Ganze. Ja, ich bin fertig mit einmal hochziehen. Sollte natürlich perfekt oben einmal zugehen. Dann sind wir, sag ich mal, so angekommen, dass wir oben eine, ja, 9er Fläche, sag ich mal, haben. Und wenn wir das dann soweit sind, sind wir mit dem Dach fertig. Es sieht natürlich sehr weiß aus, ist es auch. Da finde ich eigentlich jetzt zum Vorbau hin, hebt sich das Ganze doch schon ab. Na, möchtest du vielleicht doch lieber deine eigene Dachversion haben? Naja, muss man immer selber entscheiden. So, der nächste Schritt ist jetzt einfach die Lupe. Wo wir denn, sage ich mal, jetzt den Griff erstmal bauen und dann kommen wir natürlich zu einem riesigen Kreis, wo wir natürlich dann durchgucken können und die ganze Stadt natürlich riesig sehen. Ja, wir fangen an. Erstmal hier oben machen wir so ein kleines Plus rein. So, das Plus füllen wir einmal nur aus hier mit dem Beton, mit dem grauen Beton. Ja, dann mache ich hier kurz einen Cut. Weiter geht's. Ich habe kurz geguckt, wie der Griff nochmal war. Ist nicht mehr so mein Gedächtnis, so mal so jung wie einmal war. So, ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal, das Plus müssen wir erstmal hochziehen. Und zwar auf eine gewisse Höhe. Und zwar, ganz einfach mal gesagt, setzen wir also auf unsere erste Schicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke hoch. Das Plus natürlich auf jeder Seite einmal nachziehen auf 13 Blöcke. Wenn wir das Plus auf 13 Blöcke hochgezogen haben, kommt der nächste Schritt und zwar fangen wir jetzt natürlich hier an den Seiten an. Wir lassen unten eine Blockschicht einfach mal so frei, ne, von unserem Beton und ziehen jetzt hier wieder eine Schicht bis nach oben hin
aber lassen oben auch wieder eine Reihe frei. Das machen wir auch wieder von allen Seiten. So, anschließend bleiben wir immer noch bei unserem Beton, setzen jetzt oben einfach überall ringsrum so eine Dreierreihe ran. Super. So, das müssen wir einmal nochmal runterziehen. Ich empfehle jetzt einfach mal die Mitte. Einfach mal komplett gerade runterziehen, sodass wir hier unten, sag ich mal, dann auch eine Reihe noch so an sich frei haben. Nö, können wir hier einfach mal von den Seiten so ein bisschen machen. So, fangen wir am besten immer mit der Mitte an, da können wir das immer am besten sehen. Ziehen das Ganze hier einmal immer so gerade runter, ne, dass wir, sag ich mal, hier diese eine Reihe noch haben. Darüber ziehen wir das einmal so rüber. So, danach bleiben wir unten noch. Wir lassen wieder zwei Blöcke einfach frei und danach setzen wir wieder eine Reihe. Ne, von unserer Mitte hier zwei Blöcke freilassen und dann hier einfach hochziehen. Wenn wir das geschafft haben, bleiben wir immer noch bei unserem grauen Beton und setzen oben jeweils auf diese Dreiermitte, also bei einem Dreier in der Mitte, einfach einen Block hin. Genau so. Okay, so, dann haben wir schon mal unseren Griff fertig für unsere Lupe. Kommen wir jetzt zum weißen Beton. Mit dem weißen Beton fliegen wir jetzt einmal kurz unseren Griff hin. Oben hier in der Mitte platzieren wir einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke rauf. Gehen jetzt von diesen 4 Blöcken. Jetzt kannst du immer noch entscheiden, wie die Lupe halt geformt werden soll, der Kreis. Ne? Entweder von der Ansicht hier von vorne oder ne, von der Seite. Naja, musst mal gucken, wo du halt durchschauen möchtest. Ich möchte die Lupe doch gerne in diese Richtung haben. Und daher platziere ich jetzt hier oben dran, auf den zwei Seiten denn, jeweils 3 weitere Blöcke. Okay. Danach müssen wir einfach jetzt den Kreis bauen. Ja, ich weiß immer nicht, wie man das immer so am besten erklären soll. Ich glaube, man sieht das ja. So. Wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier 7, ne? Platzieren wir auf jeder Seite, dann sag ich mal, erstmal ein Zweier. Ein Kreis ziehen, das ist auch mal was in Minecraft. Ja, nach unseren Zweier, ganz einfach, 3 Einer. Sollte nicht schwer sein, die immer so schräg zu ziehen. Und danach geht es eigentlich so, wie wir es jetzt schon begonnen hatten. Machen dann einfach einen Zweier, diesmal so gerade nach oben weg. Und nach den Zweier, was kommt da? Genau, ein Siebener. Also jetzt haben wir 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Danach, würde ich mal sagen, ziehen wir erstmal die andere Seite nach. Ne, nach den Dreier einfach mal so ein Zweier. Und nach den Zweier, was kam da? Genau, ein Siebener. Dann wieder 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir schon die Hälfte fertig. Ja, das machen wir noch einmal oben. Wie immer, Zeitraffer. Und pass auf, jetzt kommt noch eine super Aufgabe noch dazu. Wenn ihr den Kreis fertig habt, macht ihr den noch ein bisschen dicker. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn ihr ihn zugezogen habt, macht ihr auf jeder Seite noch eine weitere Schicht hin. Damit er natürlich denn so an sich 3 Blöcke dick ist. Ne, unsere Lupe soll ja nicht umknicken irgendwie. Die steht da ganz schön hoch. Hier ist natürlich der Wind ein bisschen doller. Von daher macht ihr die einfach 3 dick. Auf jeder Seite halt einfach eine Schicht noch ranziehen. So, auf an die Arbeit. Geschafft. Und schon ist mein Kreis fertig. Das Ganze ist natürlich auch 3 dick. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus, als wenn wir das nur 2 dick lassen würden. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir machen jetzt natürlich das Glas rein von der Lupe. Ich würde sagen, nehmen wir natürlich Eis. Kannst natürlich ausprobieren, aber ich empfehle wirklich, nimm lieber Eis statt Glasblöcke, denn Glasblöcke haben so ein doofes Muster und da würde ich immer das Eis empfehlen. Natürlich platzieren wir das jetzt nicht hier auf den Seiten, sondern hier schön in der Mitte. Darum haben wir das jetzt auch ein bisschen dicker gemacht, damit das Glas natürlich so gerade dran ist, sondern sich das Ganze doch ein bisschen abhebt voneinander. Von daher platzieren wir jetzt ganz schwer. Das ist wirklich ganz schwer, muss man sich richtig anstrengen. Hier einfach in der Mitte das Glas, also das Eis, halt bis ganz nach oben ziehen. Dauert natürlich wieder lange, von daher, du weißt ja, was jetzt kommt. Und schon ist die Lupe fertig. Mensch, das sieht doch schon aus. Ey, scheint das nicht auch gleich viel größer? Immer die, ja, wie dichter ich komme, desto kleiner wird das und schon können wir es erkennen. Wow, was für eine Ansicht.
Guck mal, jetzt wird es wieder groß und gehen wir dich daran, wird es klein. Mensch, die Technik, die Lupe funktioniert. Ja, so, der nächste Schritt wäre, das Ganze jetzt so zu lassen. Wenn es dir jetzt so gefällt, der Kreis an sich, kann man natürlich so lassen. Aber ich finde, man kann den Kreis noch ein bisschen verfeinern. Entweder nimmst du Quarztreppen oder Quarzstufen und platzierst einfach mal jeweils eine Stufe. Ich platziere jetzt einfach mal eine hier so ran. Und immer jetzt hier so dazwischen. Immer wieder eine Stufe platzieren. So würde ich das jetzt machen. Das würde ich einmal komplett immer so komplett einmal rumziehen einfach. Ich finde, das macht den Kreis noch ein bisschen runder und gibt das Ganze doch ein bisschen hervor. Also ganz einfach, immer hier noch so ein paar Stufen. Du kannst natürlich das Ganze auch durch Treppen austauschen, aber ich finde Stufen einfach irgendwie angenehmer. Treppen sind auch noch ein bisschen, sag ich mal, die stechen doch ein bisschen hervor. So, ich mache hier einfach noch mal schnell das hier rum. So, und dann können wir es noch mal gucken. Also ich finde einfach, mit den Stufen wird das doch ein bisschen runder. Naja, muss man nicht machen, kann man noch einer zusetzen. Ja, und dann schon sind wir mit der Lupe fertig. 50 Fuß ist sie hoch. Wollen wir das nochmal überprüfen, sicherheitshalber? Natürlich. So, Koordinaten sind bei mir an. Siehst du oben hier in der Ecke, wenn ich mich bewege, Höhe und so wird sich verändern. Die Mitte ist die Höhe. Wir gucken jetzt einfach mal unten, Bodenhöhe. Haben wir 32. Also fliegen wir jetzt einmal bis an die Spitze von unserer Lupe und gucken mal, ob das Ganze natürlich jetzt hier auch noch passt. Plupp. 82. Und dann unten hatten wir 32 gehabt, wenn ich mich irre. Genau. Also genau 50 Blöcke. Ja, haben wir also geschafft, ohne abzusehen, ob wir 50 Blöcke eigentlich wirklich hoch sind. Also konntest du mir eigentlich vertrauen. Ja, ich mache mich jetzt ran, das Ganze einzurichten. Entwerfe noch denn den Eisstiel, Turm, ja, würde ich mal sagen, wo der so ein bisschen hinkommt, natürlich so in Blickrichtung der Lupe, wer weiß, was da denn so passieren könnte. Naja, ich mache mich gerade das Ganze zu entwerfen, da hinten das Ganze wird wieder weggebaut. Naja, wer weiß, vielleicht sollte man das doch ein bisschen entfernen, aber ich finde das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, wenn das so weiß ist, ne? Naja, mir gefällt's. So, ich mache das hinten weg, mache mich an die Arbeit und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, stelle ich mich mir einfach mal hier vorne safe hin, obwohl das sieht hier irgendwie doof aus. Gucken wir mal, wo wir besser stehen. Hier so ein bisschen. Ja, so. Die Lupe ist im Bild. Ich würde sagen, wir sind auf Höhe 60. Von daher stehe ich safety und sage nur eins. Und zwar, haut's rein und tschüss.